Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arena Leiter Battle of Doom. Wir kämpfen heute gegen Maxi und ja, hat schon ein hartes Team dabei, ne? Mit Admurai, Protalanda, Machomai, Klurak, Phenexis und Stalos. Ist schon ordentlich Power dahinter. Und wir haben dabei Klavion, Bolterus, Stalobor, Panzereron, Scherox und Tentantil. Und da bin ich mal sehr gespannt auf den Kampf. Und falls du auch gespannt bist und falls dir das Video gefällt, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Wir starten jetzt in den Kampf. Maxi will mit mir kämpfen und schickt zuerst Stalos in den Kampf. Und das ist interessant, denn bei mir kommt Rascal natürlich zuerst, mein kleines Klavion. Und ich hau erstmal die Stachel raus. Weil was will Stalos schon gegen mich machen? Erdbeben. Was habe ich gesagt? Aber Stalos ist leider offensiv nicht so krass drauf. Deswegen lege ich gemütlich meine Stachler weiter aus. Ich lasse mich davon nicht stören. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kommen die Tarnsteine von Stalos. Das kann fies sein, aber stört mein Stahlteam eigentlich nur bedingt. Deswegen, die Stachler sollten da schon bösartiger sein. Da kommt noch ein Erdbeben. Okay. Ja, das dürfte uns nicht umbringen. Und jetzt hole ich Rascal zurück. Denn auch 12 KP, auch mit 12 KP kann Rascal durchaus noch sehr, sehr nützlich sein. Und schickt Panzereron in den Kampf. Aber warum Panzereron? Was ist da los? Und warum kommen nochmal Tarnsteine? Nee, war es Erdbeben oder Tarnsteine? Ich weiß es gar nicht. Und Phenexis kommt in den Kampf. Okay. Hallo Phenexis. Ja, und Wirbelwind kommt. Das ist der perfide Plan. Ich Wirbelwind jetzt einfach alles weg. Bis alle so viel Stachlerschaden gekriegt haben, dass, keine Ahnung, sie sich selbst umbringen oder so. Ich weiß nicht. Autotomie kommt von Stalos. Ja. Das dürfte die Init ordentlich anheben. Um 2 Stufen gleich. Und es ist sogar leichter geworden. Aber das bringt natürlich gegen Wirbelwind gar nichts. Es kommt wieder raus. Und was kommt rein? Protalanda. Und das ist jetzt ein bisschen schade, denn Protalanda schwebt natürlich. Hat ja den Flugtyp dabei. Und ja, da bringt natürlich die Stachler, die besten Stachler, nichts. Aber es wird wieder ausgetauscht. Warum? Weiß ich nicht. Aber es kommt jetzt Glurak in den Kampf. Okay. Jetzt kommt der Sandsturm meiner Wenigkeit. Und ich weiß nicht, ob Klurak das Mega-Pokémon ist, aber ich vermute es mal stark. Das heißt, der Sandsturm nützt gar nichts, so gesehen. Wenn es jetzt megert, es megert nicht. Es kommt ein Flammenwurf. Das dürfen wir aushalten. Und dann können wir nochmal easy einen Sturzflug raushauen, der ordentlich Schaden machen dürfte. Uns aber auch umbringen sollte im gleichen Moment, obwohl... Nee, noch nicht. So viel Schaden hat es gar nicht gemacht. Ich hätte mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Aber gut. Der Sandsturm drückt noch ein bisschen und da kommt Funkenflug von Klurak. Okay. Funkenflug. Das ist eine Attacke, die im Doppelkampf sicherlich praktisch sein kann. Aber in diesem Fall, naja... Würde ich auf meinem Klurak, glaube ich, nicht spielen. Ich weiß nicht. Jetzt kommt Bolterus. Und Bolterus... Die Defensivbestie. Aber leider nur physisch Defensivbestie. Jetzt kommt Klurak raus. Und Machomai kommt rein. Okay. Ja, Machomai bekommt erstmal fetten Stachlerschaden. Ich weiß jetzt nicht, Ja, Antikraft hätte Klurak sowieso umgebracht. Aber, naja, gut. Und der Sandsturm fügt Machomai noch Schaden zu. Und jetzt müsste ich eigentlich rauswechseln. Na gut, Schutzschild kann man auf jeden Fall noch machen. Gucken, was Machomai macht. Es setzt Erdbeben ein. Okay, eine Kampfattacke würde es vielleicht sogar mehr bringen. Doppelschwäche von Bolterus. Hätte es auf jeden Fall mehr gebracht. Obwohl, ja doch, Erdbeben hat ja auch, ist ja auch Doppelschwäche entsprechend. Na gut, Entschuldigung. Und da kommt Rascal. Und Rascal wird jetzt sterben, wird geopfert. Und da kommt der Kreuzhieb von Machomai. Der tut natürlich gut weh. Aber waren eh nur noch 2 KP übrig oder so. Von daher, egal. So, der Sandsturm fügt Machomai wieder Schaden zu. Und so kriegen wir Machomai auch klein mit der Zeit, ne? Jetzt kommt Drillmaster in den Kampf. Ja, und jetzt müsste... Ich rechne jetzt mit einem Wechsel von Seiten Maxis. Aber trotzdem risky das Erdbeben raushauen. Das hält Machomai nicht aus. So ein Erdbeben von Stalobor ist schon... Das tut ordentlich weh. Jetzt kommt Admurai in den Kampf. Okay, warum Admurai? Gut, Wasser ist natürlich schon gut gegen Trillmaster, gegen Stalobor. Kalle war mein anderes Stalobor. Ich schicke Trossera natürlich in den Kampf, weil, ja, da juckt mich das Wasser halt auch nicht mehr. Es kommt auch nur Surfer. Siedewasser ist immer sinnvoller als Surfer, ist zwar ein bisschen schwächer, aber halt die 30% Chance zu verbrennen ist halt schon krass.
Deswegen finde ich Silverwasser persönlich sinnvoller als Surfer. Und jetzt kommt Atmurai zurück zum Trainer, zu Maxi. Und Phenexis kommt in den Kampf. Okay. Von mir werden jetzt wahrscheinlich Egelsamen oder sowas kommen. Und, Stachler hat viel Schaden gemacht bei Phenexis. Hat er auch schon zweimal abbekommen. Jetzt bekommt es noch Egelsamen drauf. Und ich habe jetzt aber keine Wahl. Ich müsste eigentlich auswechseln. Eigentlich habe ich keine Wahl. Ich muss auswechseln. Ich könnte jetzt mit Schutzschild noch eine Runde rauszögern. Was ich wahrscheinlich auch mache. Ja, ja. Alles andere, ja, doch. Das ist schon das Sinnvollste, was man machen kann in dem Sinn, glaube ich. Obwohl der Wechsel jetzt auch gut gewesen wäre, weil ich einen Free-Wechsel gehabt hätte auf ein schnelles Pokémon. Und so ist jetzt der Sonntag draußen. Feuerattacken sind extrem verstärkt. Das ist halt super gefährlich. Da, ja, jetzt muss ich wechseln, weil ich will natürlich Tentantel nicht verlieren. Boltorus hau ich raus. Boltorus könnte eine Feuerattacke abkönnen, theoretisch. Wobei jetzt die Robustheit natürlich auch kaputt ist schon. Ja, dann wird es grenzwertig mit dem Sonntag zusammen. Aber es hält es tatsächlich aus. Aber zum Angriff kommt es nicht nochmal. Aber mit Schutzschild könnten die Egelsamen ausreichen. Ich weiß es nicht. Phenexis wird zurückgerufen, tatsächlich. Es wird tatsächlich zurückgerufen. Und Atmurai kommt rein. Ja, ist auf jeden Fall ein sinnvoller Wechsel gegen Boltorus. Bei mir kommt der Schutzschild, ja. Weil ich halt damit gerechnet habe, dass eine Attacke kommt und der Egelsamen den Rest für mich erledigt. Ja, kommt natürlich wieder Tentantel raus, ist klar. Wasserattacken sind jetzt geschwächt wegen dem Sonntag. Das finde ich prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Es kommt Schaufler. Schaufler. Ja. Also dann lieber keine Bodenattacke, wenn es nur Schaufler kann. Weil Schaufler ist halt super Schwachsinn. Ich hätte jetzt auswechseln können auf dem Flug-Pokémon. Gut, ich habe keins mehr, aber... Weiß ich nicht. Auf irgendwas Schwebendes. Oh. Entschuldigung. Auf irgendwas Schwebendes oder Fliegendes oder halt Schutzschild. Schaufler ist super Schwachsinn. Also tut mir leid, Schaufler ist super Schwachsinn. Jetzt kommt der Bedroher von Protalanda. Ja, Samenbomben tun Protalanda überhaupt nicht weh. Doppelt nicht sehr effektiv. Naja, da kommt ein Schutzschild. Ich will mal gucken, was Protalanda einsetzt. Vielleicht ist es ein Erdbeben, vielleicht ein Feuersturm. Na, Erdbeben, okay. Wird auf jeden Fall wehtun, aber wird mich nicht jucken. Jetzt kommt ein Aeroass. Warum Aeroass? Ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Naja, aber gut. Mach ruhig weiter mit deinen Aeroassen und deinen Erdbeben. Das stört Tentantel recht wenig. Gott sei Dank. Und wir haben hier die Chance, die Egelsamen rauszuhauen. Ganz easy. Wir sind wieder voll. Und Protalanda wird jetzt mit der Zeit einfach weggefräst. Weil, ja gut, es ist halt auch... Also Aeroass, tut mir leid. Das muss bestraft werden. Erdbeben tut weh, tut mehr weh. Auch nur bedingt. Das ist halt auch ein Witz. Ich weiß nicht. Und der Eisenschädel, damit kann ich jetzt Protalanda zusätzlich noch ein bisschen schädigen. Ich brauche überhaupt keine Angst vor diesem Protalanda zu haben. Wäre es ein Protalanda gewesen, das Feuersturm drauf hat, okay. Dann hätte ich mir was einfallen lassen müssen, aber so ist es halt überhaupt kein Problem. Ja, ich bin nach einer Runde wieder fast voll geheilt. Es macht einfach... Ja, jetzt kommt halt Glurak in den Kampf, okay. Heil Glurak. Aber das Ding ist halt, auch Glurak wird mit der Zeit... Wenn das so weitergeht, down gehen. Wenn er weiter so viele Fehler macht, meine ich. Und Glurak hat nicht die Mega-Entwicklung, was auch super merkwürdig ist. Finde ich irgendwie strange, muss ich sagen. Ich schicke jetzt wahrscheinlich wieder Boltorus raus, ja. Als Opfer. Ja, es ist halt eh nicht mehr so krass zu gebrauchen. Und deswegen, ne? Es überlebt sogar den Flammenwurf. Was ist das für ein weakes Glurak? Super strange einfach. Da kommt ein Feuerzahn, ja. Ich weiß nicht. Also irgendwas stimmt mit den Movesets einerseits nicht. Der Beulenhelm schaltet jetzt nochmal. Die Movesets stimmen nicht, es ist nicht überdacht alles. Guck mal, Glurak kann 3 Feuerattacken. Wofür? Funkenflug, Flammenwurf und Feuerzahn. Wofür kann es 3 Feuerattacken? Verstehe ich nicht. Das... Nee, weiß ich nicht. Also solche Fehler müssen dann auch bestraft werden. Irgendwo, ne? Also, ich meine... Wir wurden ja nicht ganz umsonst als Arenaleiter ausgesucht. Wir haben schon, ich möchte sagen, ein bisschen was drauf. Und da kannst du halt nicht kommen mit einem Glurak, wo ein Flammenwurf gar nichts abzieht. Ist halt ein bisschen witzlos irgendwo. Hier jetzt halt der Steinhagel, weil ich den eigentlich auf Glurak werfen wollte. Aber jetzt ist Stalos drin. Da hätte ich ein bisschen mitdenken können. Erdbeben hätte Stalos zerfetzt. Aber
Gut, kann man halt... Kann man ja auch nicht immer alles voraussehen. Erdbeben von Stalos wird gar keinen Schaden machen. Tentantel ist halt, was defensiv angeht, eine absolute Bestie. Sowohl physisch als auch speziell. Es ist einfach rundum gut geschützt. Phenexis wird jetzt sterben wegen dem Stachler. War kein kluger Tausch, aber es hätte sowieso nichts mehr machen können. Irgendwann hätte er es eintauschen müssen und dann wäre es halt gestorben. So hat er die Egelsamen jetzt noch abgewehrt. Das war eigentlich kein dummer Zug. Und jetzt kommt Glurak in den Kampf. Ja, man kann Glurak jetzt in den Kampf schicken, den Flammenwurf raushauen. Doppelt so effektiv gegen Tentantel. Da kann auch ein Tentantel nicht mehr wirklich viel gegen machen. Gegen den Flammenwurf von einem Glurak. Nee, da kannst du halt nicht mehr viel machen. So, jetzt müsste ich eigentlich damit rechnen, dass er wieder auf Stalos wechselt. Müsste auf Erdbeben gehen. Ja, okay, er wechselt auf jeden Fall. Er oder sie, Maxi. Ich glaube, Maxigan war er. Stalos kommt wieder und ich muss jetzt ein Erdbeben raushauen. Eigentlich. Ja. Weil er denselben Zug schon mal gemacht hat, da war es kein Problem. Gar kein Problem. Alles ist gut. So. Gut, dann ist jetzt eigentlich... Ach, Brutalanda ist natürlich ja auch noch übrig, klar. Aber vor dem Brutalanda muss man halt auch nicht wirklich Angst haben. Gut, das Erdbeben könnte auf einen Nicht-Tentantel schon gut Schaden machen. Ich wechsle mal auf Iron Man. Das sollte das Erdbeben auch ganz okay wegstecken eigentlich. Scheiß Tarnsteine machen auch immer noch ein bisschen Schaden dazu. Brutalanda ja eigentlich ein Pokémon mit extrem guten Angriffswerten, aber wie man in dem Fall sieht... Ja... Bekommt dann auch keinen Step und nix. Und jetzt haben wir hier Mega-Sherox draußen, Mega-Iron Man. Und mit Patronenhieb... Sollten wir das doch beenden können? Jawohl. Auch ein Volltreffer war es noch dazu. Brutalanda ist raus, raus, raus. Und Admiral hat er auch noch. Stimmt, ich vergaß. Ich vergaß. Bekommt auch nochmal fetten Schaden. Und mit Kreuzschere ist das jetzt erledigt hier an der Stelle. Das wird es nicht aushalten. Sehr schön. Und jetzt sollte nur noch Glurak übrig sein. Und da können wir die Safe-Nummer spielen. Lassen erstmal einen Flammenwurf kommen. Der wird reichen natürlich. Auch wieder doppelt sehr effektiv gegen Iron Man. Und jetzt kann ich Stalobo rausholen. Und kann das Ganze hier beenden. Vermute ich einfach mal. Ja, mal sehen, mal sehen. Überbrückung wirkt, okay. Und mit Gift-Heap beenden wir das Ganze. Warum Gift-Heap? Weil Steinhagel einfach ungenau ist. Und ich hatte keine Lust drauf, noch hier Stalobo zu verlieren. Und damit haben wir Maxi besiegt. Jo, dann Maxi leider ein bisschen zu viele Fehler gemacht, das tut mir sehr leid, aber Fehler werden hier halt auch gnadenlos bestraft. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, falls dir die Folge gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!